Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Interview. Diesmal mit Transformers, Cybertron, Robot in Disguise, Vector Prime. Ja, was soll ich schon groß zu dieser Figur sagen? Es ist mal eine etwas andere Figur, die mir trotzdem sehr gut gefällt. Vector Prime wird hier quasi als, ja, altes cybertronisches Raumschiff geliefert, was, ja, einige nette kleine Details aufweist. Ja, kommen wir doch einfach erstmal zum Inhalt dieser Verpackung. Einmal haben wir natürlich Vector Prime in seinem Vektor-Raumschiff-Modus. Dann haben wir einmal seinen kleinen Minicon, Safeguard. Dann haben wir einmal diesen cybertronischen Schlüssel. Das Interessante an diesem cybertronischen Schlüssel ist, dass er quasi von allen vier Planeten die Symbole aufweist. Das ist der Erde, Speedplanet, hier Technikplanet und einmal der Urzeitplanet. Sehr interessant auf jeden Fall. Und dieser Schlüssel ist auch ein Unikat quasi unter den Figuren. Und dann haben wir natürlich noch einmal die Verpackung an sich. Um einfach mal jetzt mal näher darauf einzugehen. Das erste, was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen geärgert hat, war hier oben der Schlüssel. Eben einmal komplett durchsichtig in der Verpackung und hier wird er quasi in Gold quasi komplett angezeigt. Was ich sehr schade finde, dass sie das im Original natürlich nicht getan haben. Dadurch, ja, geht immer wieder irgendwas an Details verloren. Aber das ist nicht das Einzige, was verändert wurde. Ja, wie gesagt, dann haben wir einmal Vector Prime, einmal in seinem Robotermodus. Und dann haben wir einmal seinen Raumschiff-Modus. Und natürlich seinen Minicon im Roboter sowie im Waffen-Flugzeugmodus, wie auch immer. Dann haben wir hier vorne nochmal einen kleinen Text zu Vector Prime. Wer es natürlich genau lesen möchte, einmal pausieren. Ja, und kommen wir jetzt einfach mal zurück zu der Verpackung. Die Verpackung ist, wie gesagt, sehr schön gemacht. Natürlich im typischen Voyager-Größenverhältnis. Und wir haben hier einmal an der Seite dann nochmal einen kleinen Text zu der Geschichte von den Cybertron-Figuren. Vorne natürlich schön hier einmal die Figur abgebildet mit dem Schwierigkeitsgrad 3. Hier einmal groß das schöne Fenster, hier vorne sitzt dann der Key, hier ist Vector Prime schräg drin. Hier hinten seht ihr noch die Planetenkarte mit drinnen und einmal hier oben, auch wie auf dem Planetenschlüssel, repräsentiert er alle Planeten. Hier unten haben wir noch einmal so ein paar kleine Details, sein Tech-Tree quasi. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon bei dieser Figur. Oben das große cybertronische Logo. Ja, packen wir jetzt einfach mal die Karton zur Seite und kommen einfach mal zum Inhalt. Ja, ich zeige euch einfach mal kurz Safeguard. Safeguard wird hier, wie gesagt, als kleiner Jet geliefert. Was ihn aber links zu den anderen Minicons sehr unterscheidet, ist einmal, wie ihr seht, hat er quasi wie einen Waffenmodus vorne als Spitze. Das heißt, er hat kein typisches Cockpit oder sowas wie eine Miniatur eines normalen Raumjägers. Und man kann natürlich auch aus ihm nicht nur einen Roboter machen, sondern auch eine Kanone. Ja, wir können einmal die Beinsverwandlungen nach unten, die Füße einmal unten klappen, das Rückenmodul komplett nach unten und so haben wir jetzt Safeguard quasi schon fertig transformiert. Die Figur an sich gefällt mir sehr gut, der Brustkorb ist sehr gut modelliert, die Hände sind auch sehr interessant, sowie die Beine sind auch einzeln beweglich. Ihr könnt richtig kleine Action-Posen und so weiter mit ihm hinkriegen. Was auch sehr interessant ist, dass die Arme auf Kugelgelenken sind, was bei Minicons nicht gerade häufig der Fall ist. Das heißt, ihr könnt einmal den Arm um 360 Grad drehen und einmal um 90 Grad den Ellbogen nach oben klappen und dann halt, weil es ein Kugelgelenk ist, auch nochmal zur Seite. Was, wie gesagt, sehr selten ist. Dann haben wir hier vorne seinen Plug-in. Die Figur wird in Weiß geliefert, leicht perlmutterschimmernd, mit blauen schimmernden Metallic-Designs. Hier oben dann nochmal
detailliert schönes Gesicht. Was mir aufgefallen ist, die Figur sieht sehr animalisch aus, was mir auch sehr gefällt. Und ansonsten, ja, kleinere Details halt. Man sieht hier, die Waffe ist auch schön detailliert. Ja, und ansonsten könnt ihr ihn natürlich auch in den Waffenmodus wieder klappen, indem ihr wieder zum Flugzeug ganz normal verwandelt. Und jetzt zum Beispiel könnt ihr die Arme einmal herumklappen. Und so wird er quasi dann an den Waffenarm der Figur dran gemacht und schon ist er quasi als Waffe verwandelt. Ja, kommen wir jetzt aber erstmal zur Figur an sich, das heißt Vector Prime. Vector Prime ist, wie gesagt, sehr interessant gemacht. Er hat durchsichtige, blaue, gummiartige, so gummiplastikartig mäßige Flügel. Es sind Flügel, Solarpaneele quasi. Die Figur unterscheidet sich eigentlich auch von der Technik her, jedenfalls das, was sie darstellen soll, sehr von den anderen, denn er wird nicht mit einer Art Atomenergie oder wie auch immer Energie angetrieben, sondern mit Zahnrädern. Wir sehen das auch einmal an der Figur an sich. Sie ist übersät mit ganz vielen Zahnrädern. Überall sehen wir das hier. Überall, hier auch an der Seite. Zahnräder, Zahnräder, überall, wo man auch hinguckt, Zahnräder, was ich sehr cool finde. Auch hier dieser Torso hat sehr viele kleine nette Details. Hier an der Seite sehen wir auch nochmal überall Zahnräder versteckt. Wäre schön gewesen, wenn die Zahnräder hier in Gold gewesen wären, auch hier unten drunter. Hier fehlen natürlich die Bemalung der Details, was sehr schade ist. Und die Beine haben hier unten Waffen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die Beine unterschiedliche detaillierte Plugs dran haben. Einmal hier wie so ein Empfänger und hier wie so eine Art ja, Satellitenschüssel. Sehr cool aber. Und dann hat er hier vorne noch eine Rakete drin, die abgefeuert werden kann. Hier oben durch diesen Knopf. Ja, wir haben hier das Autobot-Symbol. Ein schönes durchsichtiges Frontpanel des Cockpits. Ja, und hinten keine allzu großen Details. Hier die Thruster quasi. Ja, das war es eigentlich auch schon so von Details. Die Figur hat hier an der Seite ein großes Schwert, was so komplett ohne Bemalung, ohne alles ist. Das heißt einfach nur durchsichtiges Plastik. Hier hätte ich es schön gefunden, wenn hier goldene Verzierungen drauf wären, wie bei der Figur an sich. Und wenn das Schwert hier drinnen verstaut, sieht es von oben auf beiden Seiten identisch aus. Aber wir haben natürlich nur auf dieser Seite nur das Schwert. Das heißt, auf der anderen Seite ist natürlich keins. Ja, wir können hier einmal die Figur des Minicons platzieren im Flugzeugmodus. Packen wir ihn einfach hier oben drauf. So, die Arme können hier hineingedrückt werden oben. Und schon haben wir hier oben quasi den Waffenmodus oben drauf, was auch sehr interessant ist. Und wir können natürlich auch den Cybertronischen Key hier oben hineinstecken. Und dann hat er natürlich auch noch, ja, zwar kein Licht, allerdings dafür Sound. Einfach hier oben reinstecken. Jetzt richtig reindrücken. Man hört einen pulsierenden Sound. Ja. Das ist wie gesagt so der Sound, der quasi die pulsierende Energie der Warp-Brücke quasi repräsentiert. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Die Verwandlung ist sehr simpel. Wir klappen einmal hier die Frontpaneele zusammen, klappen die Beine einmal so herum. Die Füße drehen wir auch einmal so nach vorne. Jetzt sind quasi die Füße schon gebildet. Ziemlich simpel. So, dann haben wir jetzt die Figur jetzt so hochkant hier stehen. Dann klappen wir einmal hier unten die Flügel nach unten, dass sie wie so eine Art Cape bilden. Jetzt mal von der anderen Seite. Jetzt klappen wir einfach dieses komplette Frontteil nach unten. Wir sehen hier jetzt schon den Kopf.
drehen die Figur einmal wieder herum, drehen den Kopf einmal um 180 Grad nach vorne, falten einmal so die Arme nach oben, halten hier einmal dieses Teil fest, klappen jetzt den Arm so nach unten, dass die Schultern oben bleiben, so. Und jetzt klappen wir einmal oder schieben besser gesagt einmal hier diese Panzerung nach oben. Dadurch kommen die Hände auch zum Vorschein. Yep, das wollte ich jetzt nicht. So. Ja, und schon ist die Figur eigentlich schon fertig verwandelt. Das war es eigentlich schon so. Ups, nicht umkippen. Das heißt also, wir haben nicht wirklich große Verwandlungsschritte bei dieser Figur. Und trotzdem haben wir halt eine ziemlich coole Figur, wie ich finde. Er wirkt sehr anmutig, quasi wie in der Serie. Und ja, mir gefällt die Figur sehr. Die Beine lassen sich natürlich auch noch dementsprechend winkeln, wie man möchte, um ein bisschen mehr Action-Posen quasi hinzukriegen. Kann man natürlich auch die Figur ganz normal bewegen. Wir haben einmal hier oben diese Frontschürze, kann man natürlich nach oben klappen, um die Beine besser zu bewegen. Das heißt, wir könnten also richtig die Beine nach oben klappen, Kniegelenke anwinkeln, sogar ein bisschen weiter als im 90-Grad-Winkel. Die Beine kommen zur Seite winkeln. Ja, ich soll die Rakete natürlich nicht abfeuern. So, die Schultern haben einen, eine Möglichkeit, den 360 Grad zu drehen, wie beim Minicon. Die Ellenbögen lassen sich nicht ganz um 90 Grad drehen. Es gibt leider ja immer wieder dieses Problem, dass hier ein kleiner Winkel drin ist. Die Arme lassen sich drehen. Auch nach oben drehen, was eigentlich auch, finde ich, ziemlich wichtig ist. Wenn man jetzt den Arm so nach vorne winkelt und den Minicon hier oben abnimmt, so, kann man jetzt auf den Arm diesen Minicon, wie ich es schon vorhin angedeutet habe, im Waffenmodus drauf stecken. So, die Flügel nach unten klappen. Ja, und schon haben wir quasi hier die Waffe. Wir können es auch nochmal so drehen. Und ihr seht selbst, der Waffenarm lässt sich natürlich so richtig cool darstellen. Ja, also mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut, das Gimmick des Minicons, dass man ihn so als Waffe auch noch verwandeln kann und auch anstecken kann. Wie gesagt, das ist nicht gerade alltäglich und normal bei den cybertronischen Figuren. Und auch bei der Armada-Line gab es das so nicht wirklich, außer beim Megatron. Ja, wie gesagt, ziemlich cool gemacht. Und jetzt kann man natürlich auch, was ich ziemlich gut finde, das Schwert natürlich abnehmen und ihm auch in die Hand geben. So, das Schwert lässt sich so ziemlich gut befestigen. Ist auch ziemlich, ziemlich cool, weil es halt dieses Durchsichtige ist. Ihr seht selbst, wie es sich hier spiegelt. Das Schwert ist auch aus so einem ganz weichen Gummi. Das heißt also, wenn ihr es wirklich so schräg in der Vitrine stellt, kann es passieren, dass sich das Schwert irgendwann so ein bisschen biegt. Vor allem, wenn es warm bei euch ist, was ich sehr schade finde, aber trotzdem ziemlich gut. Ja, ansonsten kommen wir jetzt einfach mal zu den Details der Figur im Robotermodus. Der Kopf, wie ich finde, ist ziemlich cool gehalten. Hat rote Augen und ein blau-metallisches Gesicht. Und an der Seite natürlich silberne Details. Ziemlich cool. Was ich schade finde, ist, dass hier oben diese Lüftungsschlitze hier leider nicht auch silber gemacht wurden. Wäre cool gewesen. Und ansonsten hinten diese Samurai-artige Schürze über dem Kopf. Ja, und ansonsten, wir haben hier vorne einmal den Energiekern von Vector. Die Details, ihr seht selbst, goldene und weiße Details über die ganze Figur verteilt. Ziemlich cool. Die Füße, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hätte es jetzt schön gefunden, könnte man das hier reinschieben quasi. Ja, die Arme, wie gesagt, auch sehr schön gemacht. Hier ist jetzt, der ist ein bisschen nach unten gerutscht. So. Wir haben natürlich hier auch, ihr seht selbst, an den Händen hier auch nochmal oben die Plattenpanzerung schön detailliert, oben an der Schulter ebenso. Und das Schwert an sich hat auch schöne Details, nur wie gesagt leider nicht golden.
Ich sehe jetzt selbst sehr viele filigrane Runen und wie auch immer. Und ja, ich ist sehr schön gemacht, aber leider halt, wie gesagt, nicht in Gold. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn hier die Muster in Gold gewesen wären. Ja, und ihr könnt natürlich auch hier im Robotermodus eben den Planeten-Key hier oben eindrücken und den Sound somit aktivieren, wenn ich es hinkriege. Und auch hier haben wir diesen gleichen pulsierenden Sound. Ja, und natürlich ist in dieser Position der Cyberplanetenschlüssel vorne quasi wie eine Art Schild quasi vor ihm aufgebaut, was ich auch sehr schön finde. Wäre natürlich dann jetzt nicht den Energiekern quasi vorne offen lassen möchte. So, und dann hat die Figur natürlich noch hier wie so eine Art Schlagsound. Wenn ihr den Planeten-Key drin lasst, jedes Mal, wenn er schlägt, lädt quasi die Energie neu auf. Jetzt ist die Schulter mir abgegangen. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Die Schulter ist aus einem sehr weichen Plastik, könnt ihr ganz leicht wieder draufstecken. Ihr habt natürlich hier den Sound eigentlich für die Waffe. Aber nicht auf der anderen Hand leider. Das heißt, ihr habt wirklich nur hier auf der Hand diesen Sound. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr hat diese Figur leider nicht zu bieten. Trotzdem muss ich zugeben, eine sehr schöne Figur. Mir gefällt sie sehr. Ich würde sagen, im Raumschiff-Modus wirkt sie zwar ein bisschen spartanisch, allerdings durch die ganzen Details kommt sie sehr gut rüber. Hier würde ich auf jeden Fall der Figur volle 10 von 10 Punkten geben. Im Roboter-Modus finde ich, ist die Figur relativ gut beweglich und allgemein deshalb auch im Roboter-Modus 10 von 10 Punkten, da sie vor allem sehr schön aussieht, sehr schön ausmodelliert wurde und dadurch, dass natürlich hier die Solarpanels hinten wie so eine Art Cape bilden. Das gefällt mir auch nochmal sehr gut. Allgemein natürlich hier auch für diese Figur in meinen Augen hat die von Detailgrad her auf jeden Fall 10 von 10 Punkten verdient. Und wie gesagt, von der Ausstattung her sehr üppig für eine Voyager-Figur. Das heißt, der Minicon, der ja quasi Standard ist. Dazu natürlich noch das Schwert. Der Sound, der elektronische, hat das Niveau von den Armada-Figuren wie Megatron oder Optimus Prime, gefällt mir sehr. Ja, und hier, wie gesagt, einfach nur eine Figur, die ich sehr empfehlen kann. Und ja, das war's soweit für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim nächsten Toy Review. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch Kritiken mir entgegenbringt oder einige Wünsche. Ich gehe natürlich wie immer darauf hinein. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Rex4.